Hallo meine Lieben, wir sitzen im Auto, wie man, ich glaube, unschwer erkennen kann. Wir waren gerade, okay, ich mach die Fenster mal zu, weil es könnte wahrscheinlich sein, dass es dann rauscht. Wir waren gerade kurz in Oberhausen. Wir haben da Klebefolie gekauft. Und zwar wisst ihr ja, dass wir unsere Küche weiß lackiert haben. Und damals, als wir aber unsere Arbeitsplatten gekauft haben, als wir eingezogen sind, war die Küche aber noch in diesem hellen Bucheton. Und da haben wir, ja, ich mach mal auch Radio leise. Und da haben wir uns dann für weiße Platten entschieden, also Arbeitsplatten, da wir dachten, das passt eigentlich ganz gut, hat es auch. Aber als wir uns dann dazu entschieden haben, die Küche weiß zu lackieren, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr, also das gefällt mir irgendwie nicht mehr, weil jetzt alles weiß ist und das irgendwie zu weiß ist. Vor allen Dingen, weil in der Küche haben wir ja auch keine Wand bunt gestrichen oder so. Und ja, deshalb war das ein bisschen komisch. Und ich hatte mich dann im Internet mal so erkundigt und ein bisschen gesucht und geguckt, was man da machen kann, ob es eventuell irgendwie, ob man die streichen kann oder so, weil Arbeitsplatten sind ja auch nicht gerade günstig. Und dafür, dass wir die ja erst letztes Jahr gekauft haben, wollte ich mir jetzt nicht unbedingt neue kaufen. Und mir dann irgendwie den Stress machen und die eventuell verschenken, verkaufen, in den Keller stellen oder so. Und ja, ich finde das einfach zu schade, weil die ja, wie gesagt, erst letztes Jahr von uns gekauft worden sind. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, geguckt und ich wollte die halt trotzdem weiter verwenden. Und dann habe ich Klebefolien bei TEDx gefunden. Die sind hitzebeständig, das ist ja gut, weil um den Herd macht, also das ist ja dann, wo der Herd ist, auch Folie. Und deshalb... ja, was wollte ich jetzt mal sagen? Und deshalb sollte es hitzebeständig sein, weil nicht, dass da mal irgendwas schmilzt oder so. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Und ja, dann haben wir uns jetzt für welche entschieden. Werde ich euch natürlich auch nachher zeigen, beziehungsweise gleich. Und ja, wir haben dann noch eine Kleinigkeit für meine Oma geholt. Eine kleine Gardinenstange und eine Gardine. Denn in der Küche hat sie das Problem, dass sie die Sonne da total abkriegt. Und jetzt bei dem Wetter, heute soll es angeblich bis 30 Grad werden. Ich weiß nicht, wo im Oktober diese Temperaturen herkommen, aber okay. Auf jeden Fall, wenn sie in der Küche steht, kocht oder generell irgendwas macht, dann hat sie das Problem, dass die Sonne da so reinknallt. Wir hatten da eine Rollo hängen, aber die kann man vergessen. Die war von der Vormieterin und hatte meine Oma einfach halt da hängen lassen. Warum auch nicht, ne? Da war nichts dran. Aber die kommt dauernd runter. Also Jakob hat die bestimmt schon 10-mal wieder aufgehangen. Wir haben sie versucht festzukleben, festzumachen. Es funktioniert nicht. Und jetzt habe ich ihr eine Gardinenstange gekauft und so eine blickdichte Gardine. Dann kann sie sich die dran machen und dann auch zuziehen, wenn sie halt in der Küche ist, damit es da halt nicht so heiß ist. Vor allen Dingen in der Küche haben wir mal gemessen, da waren es 40 Grad drin, als meine Oma gekocht hat. Und das war nicht normal. Wir hatten draußen, glaube ich, vielleicht 28 oder so. Und das war echt ein bisschen viel. Und das will ich meiner Oma natürlich auf Dauer auch nicht zumuten. Und ich hatte das gerade eben durch Zufall entdeckt und dachte, komm, jetzt nehme ich ihr das direkt schon mal mit. Ja, soweit. Und dann haben wir noch gerade kurz beim Norma angehalten, beziehungsweise beim Norma waren wir halt, weil das auch direkt daneben ist. Und da haben wir Kuvertüre gekauft. Okay, der LKW kam gerade echt ziemlich nah. Und haben noch Margarine gekauft und Vanillezucker, genau, weil wir heute backen wollen. Ich weiß, wir haben Oktober und ich weiß, ich bin total bescheuert, was das angeht. Aber, ja gut. Wir wollen heute Spritzgebäck backen. Ich hatte da heute Morgen irgendwie total Lust drauf und habe zu Jakob gesagt, eigentlich ja, heißt das ja auch gar nicht, dass wir irgendwie in Weihnachtsstimmung sind oder so. Vor allen Dingen, weil Jakob im Oktober garantiert nicht in Weihnachtsstimmung ist, oder? Stimmt nicht. Wann fängt deine Weihnachtsstimmung an? Schatz? Alles klar. Am 24. Dezember. Genau, und sie endet am... 25. Dezember. Nein, der 26. Ja, okay, ist auch noch ein Weihnachtstag. Ja, so fair musst du sein, Schatz, weil du kannst den Tag nicht vernachlässigen. Ja, 26. Okay, also 2 Tage hat Jakob Weihnachtsstimmung. Und dann habe ich gesagt, das hat ja nicht unbedingt was damit zu tun und man kann ja trotzdem Plätzchen backen, ist ja eigentlich egal, Plätzchen kann man ja das ganze Jahr über essen. Ja, und jetzt gerade eben standen wir beim TEDx an der Kasse, haben gewartet und da sagt er, ja, irgendwie habe ich jetzt schon Lust darauf. Also backen wir jetzt gleich direkt Kekse. Okay, ich werde jetzt gleich aber erst nochmal ein Video schneiden und dann werden wir Kekse backen. Und ja, gut, ne? Oktober, Weihnachtsstimmung, ich mache Weihnachtsmusik an und dann backen wir. Geht doch ohne Weihnachtsmusik. Ja, für dich. Aber nicht für mich. Ja, dann muss der Kopfhörer rein. Du hörst nur du die.
Ich bin mal echt gespannt auf die Klebefolie. Wir wollten das jetzt schon so lange machen, haben aber nicht die richtige gefunden. Und vor allen Dingen viele, die sind halt, ja, auch wenn die günstig sind, sind die halt nicht von der Qualität gut. Und die Marke, da habe ich jetzt schon ganz, 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 ganz viel Positives von gehört und gelesen. Und deswegen dachte ich, okay, wir probieren die mal aus, weil die echt ganz gut waren. Das war, die Maße von der Folie sind 67 cm Breite und die Länge 2 Meter. Die Breite brauchen wir halt, damit das halt um die Arbeitsplatte komplett rumgeht. Und die haben jetzt pro Stück 7,50 Euro gekostet, da haben wir 2 Stück von gekauft. Und das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich gibt es auch viel teurere, aber falls es mal kaputt geht, so bin ich immer, dann ärgere ich mich nicht so, so krass. Und wenn halt die günstigen Sachen, ja, praktische, wie soll ich das sagen, halt auch gut sind, dann ist das natürlich umso besser, dass man ein bisschen was sparen kann. Und ja, so überteuerte Sachen, ich habe schon welche gelesen, das war pro Rolle irgendwie so 50 Euro und dachte so, dann kann ich mir auch direkt eine neue Arbeitsplatte kaufen, nun gut. Yay, ne? Wir fangen jetzt an zu backen. Ja, und das Ding, wo das reinkommt. Ja, wo hier, diese Form. Also diese Form, wo haben wir die denn? Das ist auch da drin. Ich habe das alles da reingetan, weil das ja alles in der Spülmaschine nach letztem Jahr war. Und ja. Die Form. You know? Das ist alles so kreuz und quer, weil wir das nicht mehr zusammengepackt haben. Das ist total scheiße. Ja, auf jeden Fall backen wir jetzt. Wir haben jetzt Zucker und Mehl, Eier, Vanillezucker. Ob wir Backpulver brauchen, weiß ich gar nicht. Margarine und hier diesen Fleischwolf. Den benutzen wir ja mit diesen komischen Formen hier, damit wir das formen können. Also die Plätzchen. Die Waage, die ist irgendwie voll staubig. Keine Ahnung warum. Aber egal. Und 2 Bananen, weil Jakob gleich 2 Bananen essen wollte. Und da hinten liegt Pupsi und schläft. Von Beruf aus müde, der Hund. So, die ersten Kekse sind schon im Backofen. Ich glaube, die werde ich euch jetzt, hallo mein Schätzi, zuerst zeigen. Gehen wir mal in die Küche. So sieht's aus. Wir haben unten einmal so ein Blech mit ganz normalen Spritzgebäck. Hier auch. Und hier habe ich noch, hoch der Fokus, diese Butter-Ess, glaube ich, heißen die, mit diesem Hagelzucker gemacht. Da wir einfach gedacht haben, machen wir ein bisschen Abwechslung. Und du kommst mir hinterher gedackelt. Wer macht denn da die Tür auf? Einbrecher. Mhm. Hallo, mein Schatz. Hallo. Sweet. Vielen Dank, dass ich durch darf. Und dann haben wir noch ein paar andere Kekse gemacht, beziehungsweise Teig. Und zwar werde ich euch einfach mal beide Rezepte, also die Links dazu, in der Infobox verlinken, würde ich sagen. Falls ihr daran Interesse habt. Das hier sind so Hafer-Kokos-Kekse. Die Konsistenz, ja, die ist ungefähr so wie bei Kokos-Makronen. Vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Fester. Ja, fester ist das falsche Wort. War sicher cremiger. Ja. Weil das hier halt eher so ein bisschen teigig ist. Also ich habe mir gerade die Finger gewaschen, deswegen packe ich jetzt nicht direkt da rein. Und ja, da wir aber nur 2 Bleche haben und die ja, wie ihr gesehen habt, im Ofen seid, warten wir noch. Wir haben auch noch ein bisschen von dem Spritzgebäckteig, das werden wir auch noch machen. Und dann die Hafer-Kokos-Kekse machen. Da bin ich mal gespannt, das habe ich auch einfach auf Chefkoch gefunden, das Rezept. Und ja, das hier lassen wir so lange stehen, weil wir das Ding gleich noch brauchen, für, wie gesagt, für den restlichen Teig. Auch wenn wir erst Oktober haben, aber Plätzchen backen macht irgendwie immer Spaß. Jakob hatte auch ein bisschen Spaß, hat er gesagt. Und das ist natürlich cool. Ich werde jetzt nochmal mit euch in die Küche gehen und dann werde ich euch mal ganz kurz... Ich komme rein und er guckt so. Die Folien zeigen... Ich glaube, die legen wir auch so lange wie der Backofen an. Oh, super Einstrahlung. Weiß ich nicht. Einfach hier hin. Gib mir die. Und zwar haben wir uns diese Folie gekauft. Vielleicht ist es besser, wenn ich euch hier hinstelle. Die Sonne ist jetzt ein bisschen blöd, aber das ist die Folie. Die ist, ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, 67,5 cm breit und die Länge ist 2 Meter.
Und wir haben uns da entschieden für die Farbe Sonoma Eiche Trüffel. Hier kann man es ein bisschen mehr erkennen in der Sonne. Das ist halt so ein helleres Braun. Ja, ich weiß auch nicht so genau, wie man das beschreiben soll. Das ist halt auch so, ja, nicht marmoriert, aber ihr seht das ja, da ist ja so ein Muster drin. Und das ist eigentlich ziemlich cool, würde ich sagen. Da so sieht man es eigentlich ganz gut. Ja, und da haben wir zwei Stück von mitgenommen. Okay, jetzt ist die Palme fokussiert. Da haben wir zwei Stück von mitgenommen und wie gesagt, 57 pro Rolle. Und ja, das werden wir morgen mal in Angriff nehmen, denn ja, wir haben ja hier auch Spüle und Herd. Und das muss ja dann alles so drumherum gemacht werden. Hier die Platte auf der Seite ist natürlich viel einfacher, weil da steht ja nie, oder ist ja nichts ausgeschnitten. Da kann man einfach so drüber legen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so schwer sein. Nur hier mit der Spüle und mit dem Herd müssen wir da mal schauen. Wir wollten das auf jeden Fall, den Herd und die Spüle, da das nicht festgeklebt ist, rausholen. Und wollten also ausheben und dann das alles so ganz, ganz sauber machen, damit es auch wirklich ordentlich aussieht. Und ich denke, wir werden dann auch mal gucken, dass wir die Spüle und den Herd endlich mal daran festmachen an der Arbeitsplatte. Das haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Hält zwar und rüttelt auch nichts, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ja, das ist auf jeden Fall so der Plan für morgen. Wir wollten es heute machen, aber da braucht man schon, glaube ich, so einen ganzen Tag für. Und wir wollen es natürlich dann auch richtig machen und ordentlich machen. Ja. Und wir wollen die Küche dann auch umräumen. Das ist dann auch so ein bisschen der Plan. Denn diese Seite, also dieses ganze Stück mit den Schränken und die Arbeitsplatte, das kommt alles an diese Wand. Und ja, also dieser große Schrank da hinten, wo der Kühlschrank drin ist und so, das kommt hier vorne hin und der Rest kommt halt in diese Richtung. Und der Tisch kommt dann in diese Ecke. Das haben wir uns so überlegt. Beziehungsweise ich habe mir das überlegt. Und Jakob hat gesagt, okay, machen wir. Ihr kennt das ja, ne? Männer sind mit Umräumen nicht so euphorisch wie Frauen. Aber das ist nicht so schlimm. Solange mir bei den schweren Sachen hilft, ist alles supi. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass das echt mit dem Weiß ganz schön aussieht. Dann ist das die Arbeitsplatte dann in so einer Holzoptik und die Küche weiß. Und ich glaube, das könnte dann ganz gut aussehen. Da ja auch unsere Wände hier überall weiß sind. Die Bilder kommen dann natürlich weg. Und da wollte ich eventuell dann noch ein Regal oder zwei hinhängen, weil wir haben ja noch so viele Regale. Das gucke ich aber dann mal einfach, wie ich das machen wollte. Hier habe ich jetzt auch ja die Regale, das wisst ihr ja. Hier habe ich Gewürze und Tee und da hinten so die Kochbücher für ganz oben. Muss ich mir noch was überlegen, da wollte ich Deko hinstellen, war mir aber bisher noch nicht sicher, welche ich da hinstellen will. Und daher habe ich das erstmal gelassen, aber da kommt halt auch noch was hin. Und ich hatte überlegt, wenn das dann hier an dieser Wand steht und hier dann der Schrank ist, dass man hier so zwei, ja, so Ikea-Lackregale hinmachen könnte. Oder ein Regal davon und dann eventuell zum Beispiel die Sachen da drauf stellen kann. Oder diese Boxen, die wir für die Nudeln haben, dass das einfach auf der Arbeitsfläche selber so ein bisschen clean ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt auf unsere Kekse und hoffe, die schmecken genauso gut wie letztes Jahr. Ich sehe auch gerade schon, dass die so ein bisschen aufgehen. Ich guck mal. Oh mein Gott. Oh ja, jetzt ist alles beschlagen. Tut mir leid. Sieht auf jeden Fall schon super aus und die kommen nachher da rein, aber jetzt ist das schon wieder so beschlagen. Ich befürchte, die werden da wahrscheinlich nicht alle reingehen und wir brauchen noch eine. Hier sind welche, haben wir mit weißer Schokolade überzogen. Sieht voll fancy aus. Okay, das war uncool. Ja. Das ist bei mir eben auch passiert. Ach so, okay. Ich dachte, oh nein. Okay, Jovic, dann ist ja okay. Dann bin ich ja nicht der einzig Blöde. Nee, ist auch passiert. Okay. Ich glaube, die müsste ich mal rausholen, sonst verbrennen die. Heiß, 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 heiß. Ah.
Ja, waren wir fast soweit. Wir haben jetzt fast ernsthaft den ganzen Tag. Das war nass. Mit Backen verbracht, wollte ich sagen. Und irgendwie hat das aber auch mega aufgehalten. Wir haben jetzt bestimmt 4-5 Stunden. Also wir haben jetzt 11 Uhr. Ja, und ich glaube, wir haben so 5 Stunden mindestens gebacken. Und haben an den Keksen gesessen. Aber das sind hier, die ich habe, nicht alle. Ich habe meiner Oma schon einen sehr großen Teig runtergebracht. Ich habe jetzt, ich zeig's euch mal, in dieser Dose, das sieht jetzt echt ein bisschen komisch aus, weil die, also das sind auf jeden Fall die Hafer-Kokos-Kekse, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll zu reden. Und die sehen ein bisschen komisch aus, weil die so aufgegangen sind. Aber Jakob hat eben schon probiert und der hat gesagt, die schmecken eigentlich ganz gut. Und vor allem die riechen bombastisch, sage ich euch. Dann habe ich in dieser Schüssel oder in diesem Dings diese Butter-Ess drin. Und da sind noch 3-4 von den ganz normalen Spritzgebäck. Und das hier sind die mit Schokolade. Aber die müssen wir einfach bis morgen früh liegen lassen. Denn wie ich ja eben hier schon gefühlt habe, die sind noch nass. Und wir Schlaumeier haben ja, die nicht irgendwo draufgelegt, um sie in den Kühlschrank zu stellen. Ja, blöd gelaufen, aber dann bleiben die einfach bis morgen früh da liegen und können halt, also die, dass die Schokolade halt fest wird. Und dann kommen die auch noch mit hier rein. Und dann habe ich mir, weil ich so eine Keksdose nicht mehr habe, da muss ich mir nochmal so eine größere von kaufen. Die finde ich immer ganz gut bei Teddy. Habe ich mir einfach diese mal genommen, da waren mal Muffins drin. Ja, und von dem Restteig, habe ich ja eben gesagt, haben wir so ganz normale Plätzchen noch gemacht. Da haben wir auch ein bisschen Hagelzucker drauf gemacht und hier sind halt diese restlichen Haferkekse. Die sind ein bisschen dunkel geworden, also ein bisschen viel. Aber das ist nicht schlimm. In dem Rezept stand, dass sie sowieso ein bisschen fester und knackiger sind. Von daher, ja, ist das kein Problem. Aber die sind richtig krass aufgegangen. Und wie gesagt, die Rezepte verlinke ich euch ja in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich glaube zwar nicht, dass es viele von euch gibt, die jetzt schon Bock haben auf Weihnachtskekse. Aber man kann ja auch zwischendurch Kekse. Ich würde sagen, hoffen wir mal, dass der morgige Tag etwas spannender vonstatten geht. Aber ich glaube schon, denn wir haben ja, oder ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir morgen vorhaben, die Küche zu machen. Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und da werde ich euch natürlich mitnehmen, damit ihr da ja, auch auf dem Stand seid, wie das so funktioniert und was wir da so machen. Und ich würde sagen, dass wir beide jetzt an dieser Stelle den Vlog beenden werden. Super Perspektive. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns und bis morgen. Tschö. Du musst auch schön sagen. Aber ich glaube. Aber nicht gesagt. Nur hat es keiner gehört. In deiner Geheimsprache, ne? Genau. Die stumm ist. Genau. Tschüss.